Bugga, bugga. Ey, bleib mir weg mit deiner Fackel. Bugga. Du bist gemeingefährlich. Was hast du eigentlich? Du bist hier gerade runtergelaufen und hast irgendwas weggeworfen. Was hast denn du da weggeworfen? Ein Stein. Achso. Ich hab zu viel mit der Fackel. Oh, jetzt ist die schon wieder alle hier. Das ist doch Mist. Ich glaube, die Fackel ist irgendwie doof. Ich finde die auch nicht so geil. Wo ist denn meine Laschentampe hier? Da. Taschentampe, raffst du die Tasche? Ja, jetzt nicht den Bogen. Was? So, okay, jetzt habe ich hier Licht. Ich hoffe, Blockbuster ein. Aber hier waren wir doch noch nicht mit den Kreuzen, die hier übrigens in der Luft schweben. Die sind ja wahrscheinlich bloß überall. Doch, in der Höhle waren wir schon mal. Ach so, okay, ja. Die ist riesengroß und wir können jetzt teilweise manche Wege gehen, die wir vorher noch nicht gehen konnten. Komm mal hier mit, hier gibt es deine Axt, die du haben wolltest. Yay! Du dich hier noch so auskennst, ich habe das schon wieder alles vergessen. Ich bin froh, dass ich weiß, wer du bist. Mutti! Oh, lecker, Snickers. Oh, ach so, das war die Axt. Ja. Ach, geil. Ich habe eine moderne Axt und ich werde sie benutzen. Jetzt mal hier noch eine Ebene tiefer. Ja, hier war ich ja noch nie, ne? Oder hatte ich die moderne Axt schon? Doch, ich hatte da Federn dran geknöppelt, ne? Eieieiei. Ach so, und hier sind wir nicht weitergekommen, weil uns die Kletteraxt fehlte, ne? Ich glaube ja. Beziehungsweise wir sind dann quasi mal zur anderen Seite von dem Ding gekommen. Also wir haben schon mal gesehen, wo es weitergehen würde. Und konnten dann da aber nicht weiter. Irgendwie war das so. Irgendwie so war das. Ach genau, und hier, genau. Und hier standen wir mal auf der anderen Seite von dieser Fläche. Ach, schau mal, jetzt sind da auch so Kletterelemente an den Wänden dran. Siehst du das? Nee, hier sind wir hier nicht mal irgendwo rübergesprungen oder so? Nee, wir wollten hier rüberspringen. Wir sind quasi aus dem Sinkhole hochgeklettert und sind bis da drüben gekommen. Mhm. Und dann ging es nicht weiter, weil wir dann... Entschuldigung, weil wir keine Kletteraxt hatten. Aber, lass uns mal, bevor wir da hochgehen, lass uns mal noch mal kurz nach oben. Ah. Weil da wissen wir ja schon, wo es mehr oder weniger grob hingeht, also ins Sinkhole. Lass uns mal ganz kurz hier nochmal... Ins Gesicht, aua, aua. Lass uns mal ganz kurz nochmal in diese andere Richtung gehen, wo ich damals gestorben bin. Sorry, ich musste mich gerade... Oh, guck mal oben wieder, die Buntität da. Hübsch, ne? Ah, nee, warte mal, hier geht's hoch. Aber hier geht's nicht. Oh! Nein! Oh nein! Oh, du Depp, du! Bist du gestorben? Ja. Jetzt echt? Wirklich? Ja! Ich bin wie so ein. Herumgelaufen. Kannst du mich holen? Das war super gut. Ich hab versucht, noch so zu zielen, dass ich in die Nähe von dem Seil falle. Bart ist viel kürzer als bei der letzten Aufnahme, ist mir gerade aufgefallen. Was? Ich habe einen Bildschirmreiniger. Ach, du bist ja Gott sei Dank hier. Okay. Hat's geklappt? Warte. Oh, perfekt, danke schön. Wie oft du mich schon retten musstest, weil ich dumm bin, ne? Ich dachte... Dankeschön. Ich dachte ehrlich gesagt, dass du richtig tief runtergefallen bist. Nee. Aber das geht ja noch. Nee, dann kommen wir nochmal nach oben. Wie macht man denn nochmal Medizin? Medizin macht man mit, ich glaube, diesem Sonnen-Tralala-Pflanzenzeug. Oh, das ist Orangene und Aloe. Oh. Aber ich schaue gleich oben nochmal ins Menü. Warte mal. Nee, aber du müsstest doch noch massig Pillen dabei haben. Ach ja, ja, ich wollte aber lieber so Naturmedizin. Hier bin ich komplett runtergefallen. Alter Lack. Na gut, diesmal bin ich etwas vorsichtiger. Komisch, hier in der Höhle hat sich jetzt mein Prozessor wieder total erholt. Der hat eben so rumgesponnen. Crazy. Oh.
Also Kinder, guckt mal hier, wenn man hier so, hier darf man nicht zu weit hingehen, da fällt man dann irgendwie runter. Ach, hier, hier bin ich runtergefallen, weil ich dumm bin. Ah, okay. Du bist jetzt ganz hochgeklettert, ne? Ich bin ganz hochgeklettert, genau. Abenteuer Fritz. Ah. Ich bin heute das chaotische Element. Ach, hier und dann hier und dann... Aha, aha. Ja? Schau mal, ich möchte gerne hier weiter. Okay. Ich hab doch gerade irgendwas geschrien. Was ist denn? Was ist los? Heute ist einfach nicht mein Tag, ey. Was ist los? Für alle Menschen das Bild eingefroren. Oh, verzeihen. Fuck, jetzt ist hier, sind hier Babys. Wolltest Katana auswählen? Und wenn man in dem Spiel ja zu weit links klickt, dann minimiert es sich ja. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so... Die CPU lässt wieder auf 4000 Kopf. Kommst du jetzt wieder klar? Oh. Warte mal, ich muss kurz ein bisschen stehen, dass das... So, jetzt hat sich wieder erholt. Sorry, Menschen. Das ist echt alles manchmal ein bisschen zum Brechen. Ach, hast du hier Babys weggemacht? Ja, hier war Baby-Alarm. Baby-Alarm? Gibt es nicht irgendwie einen Film aus den 80ern, der so heißt? Hör mal, wer da spricht. Guck mal, wer da spricht. Hör mal, wer ist Thomas Gottschalk, ne? Also die Synchro. Ja. Und ich glaube ja tatsächlich, die Original-Synchro war doch John Travolta. Genau, John Travolta hat mitgespielt. John Travolta hat mitgespielt, so rum, stimmt, genau. Ja. So, schau mal, und hier, dieser Höhlenbereich, in dem waren wir nämlich noch nicht so richtig runtergekommen. Ich muss erstmal ein bisschen abluten. Richtig schön abluten. Luten, tuten. Das ist ja alles immer so laut. Ja. Ah, hier kann man noch klettern, ne? Hast du gesehen? Genau, da wollte ich auch... Achso, nee, hier geht's dann nicht runter, genau. Genau, und da kann man dann mit der Kletterachse dann weiter. Hallo? Hier ist doch... War hier irgendwo diese Szene, wo du mit dem Armsi oder mit der Mutti da gekämpft hast? Ja, genau, wo ich nicht runtergekommen bin. Okay. Ah! Ich hab ein bisschen Angst vor dieser Kletterachse, muss ich sagen. Wo gehen wir denn hin? Ich komm hier nicht hoch. Nach doch, unten? Jetzt, warte mal. Genau, man muss da nach unten. Warte mal. Okay. Wie lässt man denn los mit der Kletterachse? Ich glaube, einfach nochmal E drücken. Ah ja. Dann kann man hier noch wieder weiter, ne? Das genau. Ist die Kletterachse. Weil diese Kletterachse, die geht ja nur an bestimmten Steinen. Aber der Megaterrorhost hatte noch gesagt, der schreibt mir immer so viel und ich vergesse immer die Hälfte. Und der hat so ein gutes Gedächtnis und der weiß das dann immer noch. Sag ich mal, das habe ich dir doch schon gesagt. Und ich sitze da und ein bisschen wie in der Schule früher, oder? Ja, ja. Das haben wir Ihnen gesagt, Herr Dobacke. In der ersten Klasse. Könnte ich mich nicht entsinnen. Die Zwiebel ist gar kein Tier. Warum bin ich eigentlich so müde? Was ist denn da los? Alter. So, vorsichtig. Das ist einfach, dass das Sein schon anstrengend. Guck mal, sitz. Hier ist jetzt so eine Springsi. Oh, da hinten ist ein Spacko, genau. Ich bin mir nicht sicher, was der Fachbegriff ist. Springen Sie Mausi oder Spacko? Springen Sie Mausi. Wisst ihr, die tickt auch voll aus vor Begeisterung. Und da liegt der Tennisschläger, ich werde bescheuert. Da liegt der Tennisschläger. Ohne Flachs? Oh, geil. Warte mal, ich guck mal, ob ich die treffe. Boah, wir Raketenmenschen, Oh, die kommt dich an. Die kommt dich. Ja, ja. Oh, bleib die da hängen? Ja, die will hier nur mal hallo sagen. Geh mal ein bisschen zurück, bitte, dann werfe ich da mal den Dynamit hin. Bitte werfen Sie. Ah! Ah! Die ist gerade voll gesprungen, ey. Ich dachte, die springt hier hoch. Ich bin etwas besorgt, dass sie das vielleicht doch hinkriegt. Bring sie, Mausi. Ja, genau. Ja, genau da. Genau da. Ja, schön. So, ist das aktiviert? Scheint durchgefallen zu sein, oder? Oh,
Bist Oha. Du blöd, jetzt hast du dich selber in die Luft gejagt. Hab ich mir das vor die Füße geworfen? Aber sie ist auch ja, explodiert. Ja, sie hat das hat sie umgeworfen, möchte man behaupten. Umwerfend. Vorsicht, da hinten sind jetzt noch, sind noch ein paar Heinis in der Ecke. Ich habe jetzt einen Pfeil und Bogen, überhaupt kein Problem. Jetzt so. Habe ich gerade kein Licht an, du machst recht. Boah, die haben den Tennisschläger halt dem voll reingesteckt. Ja. Vorsicht, da kommt ein Stinker, das ist so ein Mutantenmann. Jetzt ist er eingeschlafen. Er ist eingeschlafen durch meinen Pfeil. Man sieht er findet deine Pfeilkunst so langweilig. Ja! Ein Headshot und die sind weg. Verrückt. Jetzt will ich auch mal mit Pfeilbogen kämpfen. Ach, haben die so stark besser gemacht? So, warte mal. Wem haben die den Tennisschläger wo drin? Ganz viele Bälle. Der lag hier. Der Tennisschläger lag hier. Ich hab den jetzt. Ja, aber du meintest, die haben irgendjemand einen Tennisschläger irgendwo drinne getan? Ja, Typ, guck mal den Typen da an. Aua, aua, aua. Das kann aber doch nicht gut sein. Werf mir mal einen Tennisball zu. Hast du jetzt einen Tennisschläger? Warte mal. Okay, werf. Passiert was? Nee. Werf mal nochmal. Nee, er ist hinter dir an der Wand abgeprallt. Warte mal. Ich geh mal ein bisschen weiter weg. Achtung, kommt. Ach, schade. Ich hab ihn hier in den Schritt geworfen. Das wäre halt super, wenn das gehen würde. Hier, den hier auch total eklig zusammengeknotet mit Tennisschlägern. Also die sind echt keine Tennisfans, die Typen. Nee, gar nicht, ne? Also das mögen die überhaupt nicht. Überhaupt kein Fan von. So, wir gehen jetzt erstmal hier ein paar Stinker mit Tennisschläger verdreschen. So, warte mal ab. Jetzt mal ganz kurz gucken. Jetzt habe ich so viele komische Schlagwaffen hier dabei. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, und mein Inventar ist auch raketenvoll, einfach mit Gedöns. Guck mal kurz auf die Passenger List. Oh, da hinten ist schon wieder jemand und betet. Ein paar hab ich. 9 von 43 haben wir. Ich will jetzt wissen, wie ich einfach mal zum Teufel ich Feuerpfeile machen kann. Also hier steht jetzt plus Damage Arrows. Schnaps für. Ah! Jetzt? Ich habe jetzt Schnaps da dran gemacht. Ah! Ich habe jetzt 6 Feuerpfeile. Die habe ich jetzt mit dem Bogen kombiniert. Geht das? Da kommt ja einer. Jetzt habe ich brennende Pfeile. So, Kollege, was hältst du davon? Es ist so geil, wie scheiße ineffizient wir mit Pfeil und Bogen sind. Sind jetzt. Achso, ich habe jetzt. Er ist schon ganz braun. Ja, aber es interessiert ihn. Ach so. Es interessiert ihn halt trotzdem für den Arsch, was wir hier mit unseren Pfeilen machen. Das ist so eine Verschwendung. Egal, es geht um die Coolness. Die ganze Coolness ist ja, das Wichtigste. Sah auch gut aus. Ich hatte einen Brandpfeil. Wie hast du den jetzt gemacht am Ende des Tages? Mit Schnaps habe ich den am Ende des Tages gemacht. Am Anfang des Tages habe ich den erst mit Tuch versucht. Das ist aber oft so, dass man am Ende des Tages die Sachen dann mit Schnaps erledigt. Die Probleme löst man am Ende des Tages mit Schnaps. Guck mal, hier ist schon wieder ein Tennis-Star. Oh, Passenger Seat 23. Pedometer? Was ist denn das? Wieso hat er so viele Tabletten dabei? Was ist denn ein Pedometer? Das ist doch ein Schrittzähler. Haben wir das gefunden? Ja, ich habe das jetzt hier gefunden. Hast du es im Inventar denn schon gefunden? Ja. Mein Inventar ist so voll. Equip. Wo denn? Und da steht jetzt, dass ich 1554 Schritte, 1500. Das ist ja geil. Ich meine, das ist total bescheuert, aber lustig, dass es das gibt. Was für ein Quatsch. Was für ein Quatsch. Ist hier Sackgässchen? Ja, hier ist Sackgasse. Aber es ging ja noch den anderen Weg lang. Guck mal mit. Ich habe jetzt die Taschenlampe wieder voll gemacht. Jetzt. Man kann Pfeil und Bogen und Taschenlampe haben. Ich bin total raus. Ich habe total vergessen, wo wir hier sind. Also, wann kommen denn die Dinosaurier? Boing! Boing! Spring! Was ist denn hier rechts noch in dieser Riesenhöhle? Ach, das ist die andere Höhle. Das ist der andere Gang. Weißt du?
Das ist der Weg, wo es runtergeht zum, ins Sinkhole. Also da drüben standen wir vorhin. Haben wir jetzt eigentlich alles, was wir jemals haben wollten? Ich weiß es nicht genau. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal in Richtung Sinkhole. Guck mal, was ich hier noch hab. Will es gar nicht sehen. Das kann das nicht gutheißen. Nee, warte mal, hier ging's nicht lang. Hier geht's lang. Jetzt habe ich ein neues Item discovered. Wenn man die Sachen einmal anlegt, dann entdeckt er die scheinbar. Also wir gehen jetzt hier wieder raus. Okay. Ich will ein Hausboot bauen. Ja, aber wir wollen ja erst im Sinkhole nach dem Dings schauen, nach dem Rechten. Nach dem einen Rechten, der da sitzt. So ganz traurig. Oh, ich bin der eine Rechte, der hier sitzt. Und keiner will mit mir Nazi sein. Guck doch mal jemand nach mir. Keiner guckt nach mir. Nicht, der ist schon keiner will mit mir Nazi sein. Ja, das ist ja auch so ein Rudelphänomen, ne? Ja, aber es macht halt auch echt mehr Spaß, Nazi zu sein, wenn du in der Gruppe bist. Also frag mal die Nazis. Die haben da echt mehr Spaß, wenn sie in der Gruppe sind. Ja, auch so zum Hetzen und so. Ja, es ist auch viel einfacher, irgendeinen Wehrlosen zu verprügeln, wenn man in der Gruppe ist. Das ist viel. Was ist das denn? Ist da gerade ein Baby aus der Wand gekommen? Nein! Oh je. Das hat dich angesprungen, hat dich nicht getroffen und ist vor mir in der Wand eingeschlagen. Ah, okay. Und ist dann neben mir die Wand runtergekugelt. Das Geräusch kam mir schon so komisch vor. Ach, das war nicht schön. Aber hast du also übrigens, wir müssen übrigens aufpassen, hast du diese Rassismusstudie gelesen? Nee. Die jetzt die Tage rauskam? Wir dürfen nicht immer so den Nazis gegenüber kritisch sein. Die Chance besteht, dass ein verhältnismäßig großer Teil unserer Zuschauer ausländerfeindlich ist. Wir dürfen uns das Publikum nicht vergrätzen. Was möchte ich denn hiermit aktiv tun? Solltet ihr rechtes Gedankengut hegen, dann könnt ihr bei Fritz gucken. Ist das okay? Nein, ich will's auch nicht. Nee, ich fand's nur so krass, also wie die Zahlen sind. Also. Drei. wie krass einfach, Fremdenfeindlichkeit und auch der Wunsch wieder nach einem Führer und solchen Sachen da ist. Also. Hat mich schon sehr überrascht. Okay, welche Studie meinst du denn? Das war jetzt vor ein paar Tagen von der Uni Leipzig, so eine Studie, die sie schon, glaube ich, seit 2002 oder 2013 hier regelmäßig machen. Und das ist dann auch noch aufgeteilt in die Parteien. Also da gibt es dann so ein paar Fragen, wie stark die Leute aus verschiedenen Parteien bestimmten Aussagen zustimmen würden. Zum Beispiel eben sowas wie... wollen sie wieder einen Führer haben oder so? Und dann steht dann halt. Im Staat. Ja, genau. Und oder glauben, was halten sie von der Diktatur? Ist das eine coole Sache? Und dann ist halt aufgeteilt oder nach den jeweiligen Parteien, wer sagen würde, ja, das passt schon ganz gut so. Und wer nicht. Und dann sind aber auch so ein paar allgemeinere Sachen, wie zum Beispiel. Hier links oder runter? Ja, ich bin nicht ganz sicher. Also da geht's nach ganz unten. Ich probiere mal den hier. Ein bisschen Angst. Es sind auch so ein paar allgemeine Sachen drin, wie meinen Sie, dass Sinti und Roma aus den Innenstädten von Städten vertrieben werden, also nicht erlaubt sein sollten und so ein Zeug. Oh, hier war aber, glaube ich, nur die Bibel. Ja, hier könnte man ja noch lang klettern, ne? Oder? Nee, ich glaube, das ist kein Kletterboden. Ah, nee. Ich hab ja so Angst, dass ich hier wieder runterfalle. Aber wir müssen hier rüber, ne? Ja doch, hier rüber klettern. Jetzt hat das Gefühl, dass meine Hände immer noch nach Knoblauch und Tabak riechen. Aber man muss jetzt ja vorsichtig sein, wenn man an seiner Hand riecht, ne? Man kann ins Auge gehen. Aber ihr könntet ja sehen... Ach doch, nee, ich wollte gerade sagen, meine Hand hat nie das Bild verlassen. Ihr seht sie einfach nie, nur wenn ich sie hochhebe. Oh, wo ist sie wohl? An der Maus? Vielleicht nicht an der Maus? An der anderen Maus? Eieieiei. Langsam geht's durch mit mir. Ich muss aber auch echt aufs Klo. Ich weiß nicht, ob das einen Zusammenhang gibt. Das ist irre laut in dieser Höhle. Ich höre dich immer ganz, ganz schlecht. Was?
Wegen so viele Wasser. Ah, jetzt kratze ich mich gerade am Ellbogen hier. Aber es sah auch... Nein! Oh, Vorsicht, hier kommen wieder Kollegen. Bugger, bugger. Wollen wir die Kollegen gleich erschrecken? Wollen wir hier kurz im Sicheren warten? Hier so auf so ich habe mich schon vorgestellt. Ach so, dann müssen wir kurz zu Ende. Muss man durchziehen. Hier haben wir Babys dabei. Obwohl, die stellen sich ganz schön blöd an, da überhaupt den Weg zu uns zu finden. Ach so, du hast schon... Ja. Hast schon losgelegt. Ich engaged bereits. Ach, du wolltest doch noch... du machst doch bald Urlaub. Du wolltest doch noch Büchertipps haben. Das können wir in der nächsten Folge mal machen. Ja. Ich habe da ein bisschen... in letzter Zeit wieder ein wenig Literatur konsumiert. Aber halt nur so Popcorn, Fantasy, Abenteuer, Literatur. Reicht mir ja völlig. Ja, mag. Ja, finde ich. Reicht mir schön. Völlig. Es müssen nicht immer so, Studien zu rechten Gedankengut in Deutschland sein. Gut, wir machen. Da habe ich auch nicht genug studiert. Nächste, stimmt, ja. Hätte ich mir mal Folge. Genauer durchlesen müssen. Jetzt machen wir Pause. So, jetzt haben wir genug wieder genug Leute vergrault. Vergrätzt, genau. Und deshalb machen wir jetzt eine Notschlachtung. Du passt jetzt auf mich auf, ich gehe kurz aufs Klo und wir sehen uns gleich. Bis gleich. Ne? Ciao.